Podcast Nummer 1. Ja, lieber Traugott, wir sitzen hier gemütlich zusammen im Turmzimmer und du hast hier nicht nur den Überblick über die Landschaft, sondern du hast seit Jahren schon den Überblick über verschiedene Themen, auf die die meisten von uns erst aufmerksam geworden sind durch Corona. Magst du uns ein bisschen an deinem Wissen teilhaben lassen? Also danke für die Blumen, aber Überblick habe ich null. Ich erinnere da an die Aussage von Sokrates, der da sagte, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und das ist jetzt keine kolportarisch-sokratische Weisheit, das ist meine eigene Erfahrung. Man muss sich das so vorstellen, man selbst ist im Mittelpunkt, also jeder jetzt, und da macht man mit einem Zirkel einen Kreis um diesen Punkt. Und alles, was innerhalb dieses Kreises ist, ist das, was man weiß. Wenn man aber jetzt das Wissen ausdehnt, wird der Durchmesser bzw. auch der Radius des Kreises größer. Das heißt, die Kontaktpunkte mit dem oder zu dem, was man nicht weiß, werden auch größer. Also je mehr man weiß, desto mehr weiß man auch nicht sozusagen. Ne? Ja, was möchtest du wissen im Detail? Ja, es gibt verschiedene Themen, da haben die meisten von uns noch nicht so den Durchblick. Mir fällt jetzt zum Beispiel das Stichwort Freimaurer ein. Oh ja, da gibt es sehr viel dazu zu sagen. Die Logen als solche sind uralt. Sie ändern nur im Laufe der Zeit ihren Namen und ihren Ort, wo sie ihre Zentrale haben. Früher hat man das auch Bruderschaft der Schlange genannt. Und in der Neuzeit haben die Auserwählten, also die Juden, die Jesuiten gegründet. Ignatius von Loyola war ursprünglich Juden, seine Eltern waren jüdisch und sind unter der spanischen Inquisition unter Torquemada zum Katholizismus konvertiert. Und Loyola war natürlich auch eine bestimmte Blutlinie und er hatte während seiner Verwundung, während er im Hospital lag, es wurde verletzt beim spanisch-französischen Erbfolgekrieg, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, hat er Visionen gehabt und in diesen Visionen wurde ihm gesagt, er soll eine Loge gründen oder ein Orden vielmehr, so stark, so mächtig und so einflussreich, dass er sich im Laufe der Jahrhunderte an die Spitze der katholischen Kirche emporarbeiten könnte oder sollte. Und das ist auch geschehen und wir haben jetzt das Zeichen bekommen, dass entgegen zu den Statuten von Ignatius von Loyola jetzt ein Jesuit-Papst ist und die Statuten sahen vor, dass ein Jesuit noch nicht einmal Bischof werden kann. Bischof, Kardinal, Erzbischof oder Papst sind tabu. Das wurde jetzt aufgehoben und der Papst hat mittlerweile gezeigt, dass die Statuten jetzt obsolet sind. Man hat das Ziel erreicht. Deswegen waren ja die Statuten von Loyola da. Und die Jesuiten wiederum, die haben die Freimaurerei gegründet, den York-Ritus, den schottischen Ritus und noch verschiedene andere Riten, um die Agenda des tiefen Staates, nennen wir es heute, oder der Illuminati weiterzutreiben. Der Kern dieser Illuminati sind die 13 sogenannten satanischen Blutlinien. Robin de Routier hat ein Buch darüber geschrieben, wo sie alle aufgezählt werden. Die bekannten zwei kennen wir ja, Rothschilds und Rockefellers, und da kommen auch noch Harrimans, Bundys und Crowleys und noch etliche andere hinzu. Collins, Familie T. Wobei man sagen muss, es gibt unterschiedliche Grade von Blutlinien. Es gibt primäre, sekundäre und tertiäre. Also die primäre habe ich jetzt aufgezählt und die sekundäre, das sind solche Blutlinien wie Onassis und Kennedy und dann gibt es noch tertiäre mit relativ wenig reptilienärer Genetik. Das sind zum Beispiel, das ist das Haus Romanov. Und die arbeiten mehr oder weniger alle zusammen und das ist auch pyramidal strukturiert. Muss so sein. Übrigens, die Lichtkräfte sind ja auch pyramidal strukturiert. Und wer ist ganz oben? Das ist die große Frage, die viele beschäftigt. Und dazu kann ich sagen, mit Sicherheit, es ist keine menschliche Person mehr. Also offiziell das höchste Wesen, was oben steht, nennt sich Pinda. Das ist das Wesen mit der höchsten reptiloiden Genetik und darüber wird es dann feinstofflich. Das heißt, diese feinstofflichen Entitäten können sich natürlich jederzeit manifestieren in 3D, dass wir sie auch sehen können. Und das geschieht auch in einigen Logen. Da manifestieren die sich und sagen, was Sache ist, geben die Aufträge und diese
Logenbrüder, diese Hochgradigen, geben das dann an ihre Politikdarsteller, Marionetten weiter und die setzen das um. Das heißt, wir können mit 100%iger Sicherheit davon ausgehen, dass solche Leute wie Scholz, Baerbock, Habeck und auch Joe Biden, Obama, alle gar nicht das machen, was sie wollen, sondern was ihnen von den Hintermännern gesagt wird. Und diese Hintermänner selber bekommen wiederum aus einer höheren Dimension, aus der negativen Hierarchie, ihre Informationen. Wir sehen, dass der Planet in der Hand der Negativen ist, noch. Das wissen wir schon seit Jesus. Jesus hat das ja auch bestätigt. Wir erinnern uns diese 40 Tage in der Wüste. Und dann kommt ein sehr interessanter Vers. Da steht nämlich geschrieben, und der Teufel nahm ihn mit auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche dieser Welt und sprach zu Jesus, das alles will ich dir geben, so du dich niederkniest und mich anbetest. Und was hat Jesus jetzt gesagt? Er hat auf jeden Fall nicht gesagt, nee, das gehört dir nicht. Nein, er wusste, dass der Teufel recht hat. Also Jesus wusste, dass die Welt unter negativer Kontrolle ist. Ich weiß jetzt nicht genau, was er gesagt hat, aber er hat es natürlich nicht gemacht, sich niedergekniet und ihn angebetet. Ich will nur einen Verweis geben, dass es tatsächlich so ist, dass im Moment die Dunkelmächte hier vorherrschen. So, soweit dazu. Und jetzt weiß ich nicht, hast du schon ein weiteres Stichwort genannt, Thema Reptiloide. Wie gesagt, wenn mir jemand vor 3,5 Jahren was über Reptiloide erzählt hätte, da hätte ich gesagt, der hat einen Sprung in der Schüssel, aber es ist scheinbar tatsächlich real. Magst du darüber was sagen? Ja, also grundsätzlich ist es ganz wichtig zu verstehen, dass es negative Wesen gibt, die auch feinstoffig sind. Und die Sache ist die, diese negativen feinstofflichen Wesen haben sich von der Quelle abgespalten. Und diese Quelle, Rupert Sheldrake, für mich ist er ein genialer Biologe, hätte den Biologie-Nobelpreis verdient, ist ja nicht nur ein Informationsfeld, es ist auch ein Energielieferant. Und wer sich von dieser Quelle abschneidet, ist dazu verdammt, die Energie, die er zum Leben braucht, woanders zu holen. Also haben sie einen parasitären Lebenswandel. Sie brauchen die Energie von anderen Lebewesen. Und da sie negativ sind, brauchen sie negative Energieformen. Und das sind solche Schwingungen oder Frequenzen wie Hass, Angst, Panik, Depression, Eifersucht und so weiter. Und das alles wird generiert durch die Logen, durch die Weltpolitik, in dem dann Weltkriege entstehen und so weiter. Aber da können wir später drauf eingehen. Zu den Reptiloiden, das ist, was ich sagen wollte, worauf die Insider größten Wert legen, sie versuchen uns zu sagen, diese negativen Wesen, die werden im arabischen Jinns genannt oder Asuras im Vedischen, da gibt es die Rakshas und die Piskaras und so weiter, die Grauen und die Reptos und Dämonen kann man auch dazu sagen. Also das sind aber nichts anderes als die Wesen, die aus der Sicht der Ufologie wieder ganz anders genannt werden. Also wir haben ja zum Beispiel im Christentum die drei Triaden, das fängt an im Positiven, vom Engel, Erzengel und geht hoch bis Seraphim, Cherubim und so weiter. Und das Ganze haben wir auch im Negativen in der christlichen Mystik, da haben wir auch die Dämonen, die Erzdämonen, das geht auch hoch zu Beelzebub und so weiter und Satan persönlich. Das heißt, wenn wir jetzt von negativen, spezifischen negativen Wesen sprechen, dann sagt die Ufologie, zum Beispiel im positiven Sinne, das sind Plejadier. Der Christ würde die gleiche Wesen als Cherubim bezeichnen. Das ist ein und dasselbe. Das ist ganz wichtig zu verstehen, dass das nicht irgendwelche verschiedenen oder grundsätzlich die Ufologie hat sich ja total geändert. Es ist nicht mehr so, dass es wie früher ist, dass man angenommen hat, die steigen irgendwo im Orion oder Plejaden oder wo auch immer in ihre Blechkiste und fliegen dann Lichtjahre hierher. Nein, das sind die switchen von einer Dimension in die andere. Da kann ich auch später noch drauf eingehen, wie das funktioniert. Aber wichtig ist zu verstehen, dass diese negativen Wesen auch eine Hierarchie haben. Und ich kann sie jetzt aus der Sicht der Ufologie
darstellen, das ist vielleicht einfacher. Ganz unten stehen die Grauen, die kleinen Grauen, sind eine Art Bioroboter, also die Small Greys. Und über den Small Greys stehen die Tall Greys, die großen Grauen, gegen die auch in Dalzi gekämpft wurde. Wir erinnern an die drei Gespräche von Phil Schneider, bevor er stranguliert wurde. Und er hat gesagt, ja, die großen Grauen, die stinken ja wie die Mülltonnen. Und es gab eine Schießerei und die Grauen sind auch gestorben. Ne? Also sie sind sterblich, sagt er. Wer hier inkarniert, welcher Dämon auch immer, wie mächtig er auch immer ist, hat sich den dreidimensionalen materiellen physikalischen Gesetzen zu unterwerfen. Die können krank werden und die können sterben, wenn sie sich hier manifestieren. Und über den Tall Grays stehen die Reptos. Wobei man sagen muss, nicht alle Reptos sind negativ. Es gibt auch welche, die sind neutral, angeblich andere auch positiv. Eine kleine Gruppe. Aber egal, wir gehen jetzt erstmal auf die Hierarchie ein. Und über den Reptos stehen die Dracos. Die sind nicht schuppig grünlich, sondern die sind mehr beige und haben einen Schwanz. Und über den Dracos stehen innerhalb der Ufologie die sogenannten Mantis oder die insektoziden Telepathen werden die auch genannt. Und über denen wiederum stehen die Schlangenwesen. Und das höchste Schlangenwesen, steht sogar in Wikipedia, ist der Takshaka. Und so wird es auch in den Veden bezeichnet. Und über den Schlangenwesen stehen die Spinnenwesen. Diese Spinnenwesen sind jetzt nicht wirklich Spinnen. Das, was als Beine bezeichnet wird, sind im Grunde Schläuche oder Kanäle, mit denen die Energie ganzer Bevölkerungsgruppen abgesaugt werden kann. Weil wir haben ja festgestellt, sie leben parasitär von unserer Energie, also Bioenergie. Ob man das jetzt Ott, Orgon, Chi oder wie auch immer nennen möchte. Das ist ein und dasselbe, unsere Lebensenergie schlechthin. Magst du da mal kurz was erzählen von der Mira Alfasser, weil du das gerade sagst, Spinnenwesen? Kirche? Ach so, ja, die Mira Alfasser war die spirituelle Lebensgefährtin des Weisheitslehrers Sri Aurobindo. Und sie hat auch, war ja sichtig und sie hat irgendwann mal im Westen, ich weiß jetzt nicht mehr, wo es war, eine Kirche besucht und hat an der Wand eine riesige Spinne gesehen. Sie hat die ganze Wand eingenommen in der Kirche und hat, sie sagt, es war kein Gottesdienst mehr, aber da haben noch etliche, sie sagt, so ältere Mütterchen gesessen und haben irgendwie ihr Leid geklagt und diese negative Energie haben die diesen abgesaugt, diesen Menschen. Und ja, darum geht's. Das sind also praktisch keine Beine, sondern das sind Röhren sozusagen. Und über diesen Spinnenwesen kommen dann die Astraldämonen wie Dagon, Jahwe und so weiter. Und das geht dann hoch bis zum eigentlichen bösen Satan. Wobei Satan ist nicht Luzifer, das sind zwei unterschiedliche Wesenheiten. Luzifer ist eigentlich nur reine Intelligenz, ohne jedes Herz, ohne jedes Gefühl. Die KI ist luziferisch, sie hat kein Gefühl, sie ist aber unheimlich intelligent. Könnte ich auch später drüber reden, wir haben noch viel Gespräch. Wie die KI gestaffelt ist. Ja, soweit zur Hierarchie der negativen Kräfte. Die Wesen können sich inkarnieren, bei manchen Anrufungen werden sie auch sichtbar, physisch sichtbar in der Loge und im Okkultismus oder bei den satanischen Logen oder auch bei den Hexenzirkeln malt man da ein Pentagramm auf dem Boden, das muss alles zu einer bestimmten Uhrzeit geschehen und das an einem bestimmten Tag, das ist ein Ritual, da muss man auf viele Sachen aufpassen, wenn es funktionieren soll und dann erscheint das Wesen tatsächlich physisch sichtbar in diesem Pentagramm und wenn es gefährlich ist, machen die mindestens eins, manchmal sogar drei Kreise um dieses Pentagramm herum, um zu verhindern, dass dieses Wesen ausbricht und was tut. Und in der Regel ist es so, dass dieses Wesen dann sagt, was gemacht werden soll, dass es Befehle erteilt, aber gleichzeitig auch Gratifikationen verteilt. So nennt es Leoline Sagami. Sagami ist übrigens mit Benjamin Fulford befreundet und einer der Quellen von Fulford. Und Sagami ist vorgesehen worden als Prinz der Propagandadur. Also das sind die Propaganda-Freimaurerlogen, gehören zur sogenannten irregulären Freimaurerei. Und in der Nachfolge von Licio Shelley, ich weiß nicht, der ist glaube ich vor 7, 8 Jahren oder so verstorben, sollte Sagami da der Nachfolger sein. Er wollte aber nicht und hat seine Kinder entführt und so weiter. Aber es ist eine andere Geschichte. Jedenfalls
geht er auch ein auf diese Gratifikationen und sagt, ja, wenn wir, also wenn diese Logenbrüder zum Beispiel ein Menschenopfer machen, dann bekommen sie im Gegenzug auch diese Gratifikationen und der eine wird dann, was weiß ich, Vorstandsvorsitzende, der andere Aufsichtsratschef, der dritte steinreicher Banker, der vierte bekommt eine Yacht und so weiter. Also sie bekommen ihre Gegenleistung von Satan. Und jetzt haben wir zum Beispiel John Todd, ich habe auch über ihn geschrieben in meinem zweiten Band, die Neue Weltordnung. Er sagt, John Todd sagt, deswegen sind die Satanisten in ihren, bei ihren religiösen oder spirituellen Treffen so inbrünstig, weil sie wissen, sie bekommen direkt was. Sie beten, sie opfern was, sie opfern Menschen oder Tiere, wenn es noch harmlos kann man nicht sagen, das sind schreckliche Sachen sind das. Und sie geben diesem Dämon praktisch Energie und der Dämon bedankt sich. Und im großen Stil sieht das natürlich so aus, dass die ja laufend hungrig sind, laufend Energie brauchen. Und da geben sie diesen Logenbrüdern oder Freimaurern oder OTO, Ordo Templi Orientis ist sehr mächtig und einflussreich, geben sie so viel Macht, dass sie ganze Weltkriege inszenieren können. Und dafür der Tisch für diese Dämonen reichlich gedeckt ist. Herrlich. Finde ich ganz toll. Also ich höre ganz gebannt zu. Noch ein Thema, was ich auch sehr spannend fand. Das war ein sehr interessantes Video von dir, war gar nicht so lang, 8 Minuten, und ich glaube, das hieß Der Plan. Was du da erzählt hast, hat für mich total absolut Sinn gemacht. Ja, warum die einen sich impfen lassen und die anderen nicht. Ja, ich beziehe mich da auf Jean Decaud, so eine Art Super Soldier in den USA. Und diese ganze, grundsätzlich müssen wir verstehen, dass wir jetzt im Transformationsprozess leben. Und das ist ein ganz seltener Prozess, den wir durchmachen. Und es ist eine große Ehre und Gnade und ein großes Glück, in dieser Zeit leben zu dürfen und so einen energetischen Wandel nicht nur miterleben zu dürfen, sondern auch mitgestalten zu dürfen. Das ist eine ganz tolle, außergewöhnliche Sache. Und das wird von den meisten noch überhaupt nicht gewürdigt und wertgeschätzt, jetzt zu inkarnieren, zu dieser Zeit. Und dieser Plan, Ich muss weiter ausholen. Ich glaube, es ist im 13. Kapitel in der Bhagavad Gita, wo Sri Krishna zu seinem Schüler Arjuna sagt, O Arjuna, wenn immer das Adharma zunimmt und das Dharma abnimmt, also die Rechtschaffenheit, das Positive weniger wird, fällt und das Böse zunimmt, dann erscheine ich. Das heißt, dann gibt es einen göttlichen Eingriff, eine Intervention. Und genauso gibt es auch ein dazu passendes Mantra, das ist eigentlich mein Lieblingsmantra im Vedischen. Das lautet Satya Eva Jayate. Truth alone triumphs. Wahrheit allein triumphiert. Und das sollte uns aufbauen und da sollten wir die Gewissheit haben, dass das Positive selbstverständlich natürlich siegt. Und die Lichtkräfte haben natürlich einen Plan, genauso wie die Negativen einen Plan haben. Und der Plan der Negativen, der ist ja tausende von Jahren alt. Das ist ja also nicht erst kürzlich geschehen, sondern man versucht natürlich jetzt diesen Bereich, diesen Schnittpunkt der Welten, diese materielle Welt ist der Schnittpunkt. Wir dürfen das nicht so sehen, wie man es in der Schule beigebracht hat, dass es so ein Planet ist, der da irgendwo rumfliegt und das ist ein ganz wichtiger Planet. Die Erde, diese dreidimensionale Ebene, diese Bewusstseinsebene, ist Schnittpunkt und Mittelpunkt von verschiedenen höheren und niederen Welten. Und was hier geschieht, das ist entscheidend. Nicht nur für unsere Ebene, sondern für Ebenen, die weit darüber hinausgehen. Moment. Jean Decaud, genau, und ja. Die Genetik. Genau. Es ist... ja, das ist so, es ist ein so riesiges Thema. Die Genetik ist für die Illuminati extrem wichtig. Übrigens, die Illuminati nennt sich natürlich nicht selber Illuminati, sondern ihr richtiger Name in Hexensprache heißt Moreia, der erobernde Wind. Ne, und daher übrigens ist auch abgeleitet, wo man Trump gedroht hat, der Sturm ist da, und Trump hat geantwortet, ich bin der Sturm. Und das ist übrigens, jetzt kommen wir etwas vom Thema ab, aber es ist wichtig, dass wir erkennen, wir sind der Sturm. Das ist nichts, was außen ist, sondern das ist ein Bewusstseinsprozess, der in uns stattfindet und der uns auf eine höhere Ebene bringt, dass eine Schwingung hier entsteht, in der die negativen Wesen nicht mehr existieren können. Die ist zu hochfrequent, diese Schwingung. Und entweder gehen die Menschen mit oder sie gehen eben nicht mit und gehen in eine andere Zeitlinie, und da können sie die Erfahrung machen in einer
neuen Weltordnung versklavt zu werden, wie unangenehm das ist. Ne? Umweg ist auch ein Weg. Aber jetzt nochmal zurück zu Jean Decaux und der Plan. Er sagt, mit der Impfung, das hat einen gewissen Grund. Und wir wissen ja auch, Trump hat gesagt, ja, lasst euch impfen. Auch Putin hat gesagt, lasst euch impfen. Und viele Wahrheitssucher hat das sehr, wie soll ich sagen? Irritiert. Ja, genau, irritiert. Und die waren enttäuscht und konnten das überhaupt nicht verstehen. Warum sagen die das? Das hat seinen Grund. Sie mussten das sagen. Sie wurden von den Lichtkräften und auch von Q gebeten, das zu sagen. Putin steht auch in Verbindung mit Q. Es geht darum, die Impfung oder was Impfung genannt wird, es ist natürlich eine Genmanipulation. Eine genetische Manipulation. Es ist eine biologische Massenvernichtungswaffe. Ist es. Ganz klar, gar keine Frage. Wir wissen ja, was den Diegel-Report, viele haben runtergeladen, er ist jetzt nicht mehr im Netz, aber sagt ja zum Beispiel Deutschland 28 Millionen Einwohner im Jahre 25. Also es ist eine absichtliche Bevölkerungsreduktion geplant. Und zwar, das muss ich auch nochmal, bevor ich zum eigentlichen Punkt komme, Goethe zitieren, der da sagte, ich bin die eine Kraft, die stets das Böse will und doch das Gute schafft. Und genau das passiert jetzt. Das Böse ist die Impfung, aber durch die Impfung werden viele diese Ebene verlassen. Die sind nicht weg. Wir dürfen auch den Tod nicht als, was weiß ich, so sehen, wie viele Atheisten den sehen. Es ist gar nichts mehr, noch nicht mal Dunkelheit, aus ist aus. Nein, wir gehen einfach nur in eine andere Ebene. Wir gehen durch ein Dimensionstor. Der Tod ist ein Dimensionstor. Und könnte man auch noch viel dazu sagen, wo man dahin geht, auf welche Ebene und wie das alles zusammenhängt, sondern es wird hier selektiert. Und zwar das A und O ist die innere Stimme. Wer hat Zugang zur inneren Stimme? Man braucht überhaupt nichts von Impfungen wissen, dass die überhaupt nicht taugen. Ich habe es ja schon oft genug gesagt, es gibt keine einzige unabhängige wissenschaftliche Studie, die belegt, dass Impfungen nützen und schützen. Unabhängig heißt natürlich nicht von der Pharma gemacht und auch nicht von ihren Auftrag gegeben. Und wissenschaftlich hat drei Parameter, später ist noch ein vierter dazugekommen. Der erste ist mindestens 2000 Probanden. Zweitens randomisiert, das bedeutet, diese Probanden werden nach dem Zufallsprinzip ermittelt. Das dritte ist ganz wichtig, doppelblind, das heißt, die impfenden Ärzte sind andere als die Wissenschaftler, die nachher die Geimpften untersuchen, ohne zu wissen, wer hat Placebo und wer hat das echte Serum bekommen. Und das vierte ist, was dazugekommen ist, speziell bei Impfungen, eine mindestens 10-jährige Laufzeit. Und so eine Studie gibt es weltweit keine einzige. Wir haben es hier mit einem reinen Glaubenssatz zu tun. Ursprünglich angefangen durch den Freimaurer Edward Jenner, der 1798 seinen Sohn gegen Pocken tot geimpft hat. Auf seinem Sterbebett sollte er angeblich gesagt haben, lass den Unsinn, aber man hat erkannt, was für einen gigantischen Gewinn man machen kann. Und so ging das dann weiter. So, wir kommen jetzt zum Punkt. Und das ist die Herzensstimme. Alle die, deren Herzensstimme nicht so weit entwickelt ist, dass sie die Menschen gewarnt haben, die werden aussortiert, sagt Jean Decaux. Das Ganze hört sich jetzt unheimlich brutal an und viele sagen, ach, das ist ja gemein und sie kennen auch gute Menschen, die sich haben impfen lassen und so weiter. Und man wurde ja unter Druck gesetzt und viele hätten ihren Arbeitsplatz verloren, wenn sie das nicht gemacht hätten. Da müssen wir wirklich hier eine klare Grenze ziehen. Entweder ich weiß, dass es tödlich ist, dass ich dazu zum Zombie-Roboter gemacht wird durch das modifizierte Graphen, was dann durch das Sauerstoff im Blut zu Graphenoxid wird und praktisch wie Nanobots durch die Körpertemperatur mit Energie versorgt wird und sich dann zusammensetzt zum Sender und Empfänger. Deswegen sind die ja alle feststellbar. Ich habe selber versucht und kontrolliert. Ja, wir waren auf dem Friedhof, gell? Ja, und bei den natürlich nicht eingeäscherten, sondern bei den Erdbestattungen, die hatten alle einen Bluetooth-Code. Also nicht alle, ja. Aber die, man konnte sofort sehen, wer geimpft war oder nicht. Da kommt ein ganz klares Ping-Signal. Ja, war gruselig. Ja, und dadurch wird aussortiert. Alle, die auf die Herzensstimme hören oder nicht fähig sind, auf die Herzensstimme zu hören, die werden aussortiert, weil in die neue Zeit kommen nur Herzensmenschen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da hat der Jean Decaux noch viel mehr dazu gesagt. Ich will es hier mal im Groben dabei lassen. Diese Menschen, die sind nicht weg.
wie gesagt, ein Umweg ist auch ein Weg. Und diese Leute müssen einfach noch Lernerfahrungen machen. Zum anderen ist es auch so, dass viele, die hier jetzt inkarniert sind, das sind eigentlich gar keine Menschen, das sind mehr oder weniger Bioroboter mit extrem hohem reptiloiden Anteil. Das sind natürlich auch Shapeshifter und die Form verändern, aber nur, wenn sie sich aufregen oder wenn was emotional ganz Starkes passiert oder manchmal durch die Kamera, weil die Kameras sind sehr empfindlich, wenn sich da was tut. Aber ihr kennt das alles mit der Shapeshifterei und so weiter. Das ist eine hochinteressante Sache und ich kann da nur empfehlen, hört euch Arizona Wilder an oder schaut euch den Film an, Sie leben. Und die Arizona sagt, es wird der Zeitpunkt kommen, an dem sie sich so verändern werden, dass wir sie auf offener Straße sehen können. Man kann das natürlich auch so interpretieren, dass das alles Leute sind, die Maske getragen haben. Also ich selber, oder du auch, hast nie eine Maske getragen. Schon allein habe ich das nicht gemacht, weil ich müsste ja andere Leute anlügen. Ich müsste ja so tun, oh Gott, es gibt eine ganz tödliche Pandemie. Oder naja, es war natürlich eine Plandemie und wir wissen das jetzt. Vor 2 Wochen hat der Sprecher von Moderna zugegeben, dass sie schon 2019 mit der Produktion von dem Serum angefangen haben. Also da stecken auch ganz andere Kräfte dahinter. Dieser ganze Impfstoff wurde von den, wenn er mich fragt, ist meine Meinung, ich kann es nicht beweisen, aber von den Reptos entwickelt, den Wissenschaftlern gegeben, das ist alles schon da gewesen. Weil das ist so, so genial aufgebaut mit den Spike-Proteinen, mit den Nanobots, dass die sich durch das Graphen so konfigurieren und so weiter. Das ist extreme Hightech, das kommt nicht aus menschlichen Gehirnen. So viel im Groben zu deiner Frage. Also vielen Dank, ich bin jetzt erstmal baff. Ich würde sagen, es reicht jetzt erstmal fürs Erste. Das war das Turmgespräch Nummer 1. Wir freuen uns schon auf das Nächste. Wir hoffen, dass es euch auch gefallen hat und... Ja, dann gemeinsam durch den Sturm. Bis denn.